Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir befinden uns hier bei dem netten Dude mit der schönen Schleuse hier und suchen eigentlich unseren, beziehungsweise nicht direkt unseren Roboter, aber von Hadrian, den Roboter. Warum müssen wir hier hin? Muss ich hier das suchen jetzt, oder? Ich gehe mal suchen. Ich glaube, hier müssen wir das suchen. Ich schau mal. Also, hier muss der Roboter irgendwo sein. Da haben wir was. Das sind die Siren. Oder Siren. Die sind aber vom Level her sehr hoch. Ja, komm, hoch. Wo ist ein Kaiser? Oder Kaiser? Engelschanze? Warum muss das jetzt eigentlich so dunkel sein? Warum muss es nachts sein? 20 Erfahrungspunkte. Ich weiß jetzt nicht, ob wir gegen die ankommen werden. Wir sind ja nur Level 13 eigentlich. Da sind wieder Leute. Mal gucken, ob die freundlich sind. Oder uns helfen können. Feuer frei! Was? Attacke! Ich dachte, die wären freundlich. Führe 25, 7 von 25 haben wir schon. Boostpacks im Kampf. Okay. Ja, komm, Atem anhalten. Ah. Komm, den muss ich jetzt treffen. Alter. Treffen ist alles andere als einfach gerade. Jetzt muss ich nur nachladen. Aber wenigstens von der Entfernung machen die weniger Schaden bei mir. Wieso treffe ich den jetzt nicht? Okay, der war. Da ist der Söldner. Wo ist denn der jetzt? Ich sehe den nicht. Ich sehe zwar seine Markierung, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ich versuche Granaten hinzuwerfen, da ist der nächste. Die schießen aber auf noch irgendwas. Auf was schießen die noch? Natürlich, die Granaten. Macht sie alle! So. Alles mitnehmen. Was haben wir hier? AMP. Erstmal alles mitnehmen. Industrielle Werkbank. Lederkleidung. Hier haben die noch was. Hier gibt es Trauben, lecker. So, okay. Habe Sichtkontakt zum Ziel. Ziel neutralisiert. Oh, gegen Siren habe, oder Siren haben die auch noch gekämpft. Digga, die Siren sind ein schlimmeres Problem als ich hier, ja.
So. Alter, die fressen aber viel. Ich glaube hier. Digga. Bitte, der kommt jetzt nicht auf die Idee, hier hochzukommen. Ich wollte doch nur den Roboter hier finden, ja? Eine Mech-Hülle. Könnte das der sein? Wo ist denn jetzt, So. Wir sehen zwar nicht, aber ich treffe ihn wenigstens. Jetzt wieder nicht mehr. Okay, komm. Gleich haben wir den ersten. Auch Rohstoffe haben, oder? Halluzinogen und Struktur. Okay, der steckt hier fest. Immerhin. Das wird ein leichtes Spiel gegen den. Oder doch nicht? Da, okay. Ich hoffe, der findet jetzt hier keinen Weg. Oh. Achso. Okay. Ja. Wenn er weit weg ist. Hier war doch auch vorhin einer runter von da. Legendäres Item erhalten, Gewehr legendär. Da hinten gab es aber irgendwo eine Mech-Rüstung oder eine Mech-Struktur. Vielleicht war das Kaiser. Ah, Boost-Training schon abgeschlossen. Okay. Ist nicht. Optional finde von Geld heraus, wo Kaiser ist. Suche in den Mech-Feldern nach Kaiser. Warte, sind das da die Mech-Felder? Unbekannt. Nee, das sind nicht die Mech-Felder. Ich würde es lieber verhindern wollen, dass ich mit denen in eine direkte Konfrontation komme. Hier. So. Noch. Oh, da sind noch mal ein paar. You see Syracuse? Okay. Keine Ahnung, was das ist. Ist hier der. So, nur einen gescannt von denen bisher.
Achso, das ist das United Colonies Schiff, das hier mal abgestürzt ist oder so. Da könnte ich hin. Da könnte der vielleicht sein. Von diesem Siren weg. Ich hoffe, die sind jetzt nicht hinter mir. Oder dachten einmal. Warum wurde das auf einmal zu einem Totenkopf? Ansonsten muss ich gleich wirklich vielleicht Geld ausgeben. Um rauszufinden, wo Kaiser ist. Varens Schlucht. Noch mehr Siren. Nickel haben wir hier gefunden. Die sind zu hoch vom Level her. Ich ergreife lieber die Flucht. Ich gebe dann lieber das Geld aus. Und es ist hier auch so dunkel. Nein, ich komme hier nicht hoch. Alter. Man sieht hier gar nichts. Okay, sind wir erstmal wieder hier. An unserem Schiff. Immerhin. Ne, wir geben lieber da Geld aufs. Um den zu finden. Wie kommen die hier gegen die Siren zurecht? So, schließen. Gell, ich hab's mir überlegt. So, brauchst du Material? Oder willst du nur was trinken und die Aussicht genießen? Was hat es mit diesen Sirens hier auf sich? Ein ganz fieses Alien, ein Überbleibsel des Koloniekriegs. So gut wie blind, spürt seine Beute mit extrem unangenehmen Schreien auf. Die ersten davon wurden als Xenowaffen nach Nira gebracht. Aber die Biester sind längst alle tot. Sie haben aber genug Babys zurückgelassen, die da draußen seither mächtig für Abwechslung sorgen. Okay, was Kaiser angeht. Cleveres Kerlchen. Ist sicherer da draußen, wenn man weiß, wonach man sucht. Ja. Hier. Bitte. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Das letzte Mal hat man ihn draußen bei der Syracuse gehört. Ein Schiffswrack, etwa einen Viertelklick die Hauptstraße runter. Ein Viertelklick? Einer meiner Arbeiter hat irgendwas von einem Signal erzählt. Halt die Ohren offen, dann findest du deine Maschine. Und die Augen auch. Die Sirens und Ekliptics da draußen machen keine Gefangenen. Ja, ich hab... Und Leichenbergung ist nicht im Preis inbegriffen. Nur damit du es weißt. Grüß Ahab, Kaisa von uns. Okay, ich muss da also doch noch mal hin. Ich hatte irgendwie vielleicht doch gehofft, dass die... woanders sein könnten. Aber sind anscheinend doch an dem Schiff. Und ich... wir rennen durch. Gegen die Sirens will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Aber doch also an dem Schiff. Kam es, dass ich den nicht gesehen habe?
okay. Ist er dort? Red L, nehmen wir mit. Fehler. Biologische Verunreinigung erkannt. Befall vernichten. Biologische Verunreinigung eliminiert. Passwort benötigt. Was war nochmal das Passwort? War Whip, Kraken, Whip, Nini, Bong? 1, 2, 3, 4. Ne, ich glaube, das war das. Sprachsteuerung entsperrt. Versuche Wiederaufnahme. Versuche. Okay, den müssen wir jetzt mit einer Gift verbauen. Benötigt Typ Mikrozelle. Fragen bei Schrottplatz. Finde eine Mikrozelle. Habe ich keine? Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich unter Sonstiges. Solomons Karten, ja, gestohlen, aber... Ne, ich habe keine Mikrozelle. Okay, dann... Nochmal zurück. Okay, da hinten geht wieder ab. Alter, wie viele Mechs sind denn hier? Das ist heftig. Ich würde die gerne haben wollen. Und selber nutzen. Komm. Hier steckt man übelst fest überall. Bin ich direkt ihm vor die Schnauze gelaufen. Den einen hat er kaputt gemacht. Okay. Hat er vor, hier hochzukommen? Nicht runterfallen. Der hin? Hier, da unten. Jetzt falle ich hier auch noch runter. Genau an meinem Eingang. Da hast du nichts zu suchen, ja? Genau, verschwinde. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht mehr rein. Hier wird noch irgendwo geschossen. Kann man das von hier irgendwo sehen? Ich
Ich glaube, die sterben hier jetzt alle wegen des Siren. Weil ich die alle hierher geführt habe. Scheiße. Gell? Was kann ich für dich tun? Mir wurde gesagt, du hast vielleicht eine Mikrozelle. Ah, das war es also. Deine Maschine hatte keinen Saft mehr. Thermoparasiten, oder? Diese kleinen blinden Passagiere sind einfach überall. Würden sogar eine Stiftlampe aussaugen, wenn man sie ließe. Aber eine Mikrozelle? Das ist Militärtechnik. Ich glaube, wir haben eine, aber die würde einiges kosten, das kann ich dir sagen. Du könntest vermutlich eine mit unserem Fabrikationssystem hier zusammenschustern, aber nur mit hochwertigen Bauplänen. Ich würde mich auf einen Preisschock vorbereiten. Du sagtest, du hättest das weg. Was? Warte mal. Was ist Ekliptik? Ekliptik sind die fiesesten, miesesten Glücksritter in der ganzen Galaxie. Gegen die wirkt die Crimson Fleet richtig höflich. Wenn du diesen Freaks begegnest, hast du nur zwei Optionen. Schnell abhauen oder sie alle umlegen. Ich will reich werden. Mit Mech-Schrott kann man richtig Geld verdienen. Wenn man weiß, wo man suchen muss. Und ich verkaufe zufällig einen erstklassigen Führer. Aber ich muss dich warnen. Du hast sicher schon gemerkt, dass Nira gefährlicher ist als eine Luftschleuse aus Zellophan. Ja. Und nicht nur die Umgebung ist tödlich. Die UC haben im Koloniekrieg Xenowaffen hergebracht, von denen so einige Wurzeln geschlagen haben. Vor allem vor den Sirens musst du dich in Acht nehmen. Und dann gibt's noch die unbefugten Schrotter. Ekliptik sind am schlimmsten. Die legen dich schon um, wenn du sie falsch anguckst. Zum Glück verkaufen wir Problemlöser in unterschiedlichsten Farben und Kalibern. Schritt 1 jeder Schrotter-Expedition auf Nira ist ein Besuch bei mir. Und was sind Thermoparasiten? Die sind überall. Du hast sicher schon mal einen gesehen. Ja, kleine Würmer, die den Saft aus elektronischen Geräten oder aus dem Antrieb raussaugen. In großen Häfen wie New Atlantis gibt's eigenes Personal, das die Dinger aus angedockten Schiffen zieht. Aber nachdem wir hier etwas unterbesetzt sind, haben die Biester außerhalb des Geländes quasi freie Bahn. Okay, du sagst, du solltest weg. Bei unserem Job hätten wir hier ohne ein 1A-Fabrikationssystem nicht lange überlebt. Solange du die richtigen Spezifikationen hast, sollte es mit einer Mikrozelle klarkommen. Aber die richtigen Materialien zu finden... Du wirst da draußen ziemlich viele Mechs absuchen müssen, um alles zu finden, was du brauchst. Obwohl, wenn du denkst, du kriegst das tatsächlich hin, dann wäre ich zu einem Deal bereit. Ich verrate dir, wo du die saftigsten Stücke findest. Stellen, an denen du hochwertige Teile finden solltest. Aber im Gegenzug verkaufst du alles, was du nicht selbst brauchst, an mich, okay? Damit ersparst du es uns da draußen, unsere Hälse zu riskieren. Was meinst du? Okay, das ist ein Deal, okay. Werde ich draußen überhaupt die nötigen Komponenten für eine Mikrozelle finden? Ich kann nichts garantieren, aber bestimmte Mech-Typen nutzen Mikrozellen für unkritische Systeme wie Scheinwerfer, Radar und sowas. Alle intakten Mikrozellen werden längst weg sein. Zu wertvoll. Aber die Teile, um eine zu bauen, da stehen die Chancen deutlich besser. Also, was sagst du? Du verkaufst mir den Überschuss und ich sag dir, wo du suchen sollst. Okay, da haben wir einen Deal. Dann lass mich die Stellen mal eben markieren. Pass da draußen auf dich auf. Ich hatte jetzt nämlich gedacht gehabt, kauf eine Mikrozelle von Gell. Nee, wir suchen das ab. Aber ich hatte jetzt geglaubt gehabt, da sind aber jetzt viele Markierungen. Dass er wieder irgendwie für Geld wieder haben will, sehr viel. Wieder 1000 Credits. So, ich werbe langsam dafür, dass es wieder hell wird. Ah, oh, diese Siren immer. Jetzt bin ich schon im Visier von denen. Wieder mal. So.
einen nach dem anderen ganz schnell. Oh, da ist schon wieder einer. Die Ekliptik sind wieder da. Na super. Aber zu denen muss ich nochmal hin, oder wie? Ah, ich hab dir ein Problem mitgebracht. Genau. So, da vorne haben wir den nächsten. Ich hoffe, der kämpft gegen die Siren an. Dann sind die Siren nicht mehr mein Problem. Und hier haben wir noch einen. Ah, genau in der Suppe hier. Ja, komm. Dann halt einmal in der Suppe gewesen. So. Ich hoffe, die sind jetzt nicht hinter mir her. Ich bin aber froh, von dem Planeten nachher weg zu sein. So, ah, hier ist auch noch ein Eingang, okay. So, und die sind auch nicht mehr hinter mir her. Immerhin. So, da haben wir Gell und hier haben wir die Werkbank. Eine Mikrozelle. Mikrozelle, hier. Herstellen. Dann muss ich ihm jetzt den ganzen Rest, den ganzen Überschuss abgeben. Denk dran, alles was du da findest, verkaufst du an mich. Klar? Ja, machen wir gleich. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt schon abgeben, aber jetzt erstmal Kaiser finden. So. Und. So. Nein! Auch noch in die Suppe wieder reingefallen. Ist das aber gruselig hier. Und wieder zwei von den Sirens. Drei. Ich sehe gerade drei. Wo war der Eingang? Da. Ui, Ruckel. Hier ist er. Man hier eigentlich noch weiter rein? Ne, es gibt noch andere Eingänge. Okay, aber wirklich weiter kommt man hier auch nicht. Batterie akzeptiert. Energieniveau wiederhergestellt. Analysiere. Restschäden entdeckt. Aufprallschutz. Visuelle Systeme. Schaden liegt im akzeptablen Bereich. Danke für die Hilfe. Ich muss die Mission fortsetzen. Treten Sie zur Seite. Du erhältst eine neue Mission. Major Hadrian Sernan braucht dich. Der Zustand dürfte nicht zulassen, dass du deine Mission erfüllst. Du solltest mit mir mitkommen. Mission, wovon redest du da? Was waren das für Kreaturen, die ich entfernen musste? Ah, na komm, wir sagen direkt was. Major muss warten. Ich kann die Mission nicht aufgeben. Aber frühere Entschärfungsversuche waren leider nicht erfolgreich.
Mit zusätzlicher Unterstützung sollte ich meine Mission schneller erfüllen können. Okay, was müssen wir machen? Diesen Ort zu verlassen. Wenn du mich darum bittest, dir bei deiner Mission zu helfen, dann klar, lässt dich machen. Erzähl mir erst von dieser Mission. Meine Mission ist die Entschärfung von Einheit XW-99, Kennung Siren, Niras letzte Xenowaffe. 99 hat sich als viel fähigerer Gegner als die anderen erwiesen. Helfen Sie mir, sie zu entschärfen. Wenn ich dich nicht anders so mitbekommen bewegen kann, dann okay, gehen wir. Wir entschärfen eine Xenowaffe. Ich soll dir also wobei helfen, irgendein Alien zu töten? Korrekt. Einheit 99 ist eine Siren. Eine tödliche Lebensform, die auf Nira im Koloniekrieg eingesetzt wurde. Eine lebende Kampfmaschine. Die Tötung dieser Lebensformen ist die Standardmethode zur Entschärfung von Xenowaffen. Töten ist die Standardmethode? Es gibt also auch andere Entschärfungsmethoden außer Töten? Technisch gesehen ja. Allen Xenowaffen können mithilfe eines Steuerinterfaces Befehle erteilt werden. Einheit 99 könnte überwältigt und ihr Interface gelöscht werden. So könnte Einheit 99 nie wieder als Waffe eingesetzt werden. Das wäre prinzipiell ausreichend für die Parameter meiner Mission. Meiner Einschätzung nach wäre es für Nira besser, wenn die Einheit 99 beseitigt würde. Was kannst du mir über Einheit 99 sagen? Artenbezeichnung Kaikusa Lantanus. Höchstgeschwindigkeit 78 km pro Stunde. Kieferstärke 408 PSI. Bestätigte Tötungen 107. 107 Tötungen, okay. Na gut, ich komme mit, aber ich will dieses Ding nicht töten, wenn es sich vermeiden lässt. Nee, das lieber nicht. Aber gibt es nicht viele von diesen Siren-Dingern? Warum ist es so wichtig, das hier zu töten? Während des Koloniekriegs war es meine Pflicht, mich um Einheit 99 und ihresgleichen zu kümmern. Einheit 99 einsetzen und gegen feindliche Kräfte verteidigen. Vor allem aber darf Einheit 99 niemals gegen Nichtkämpfer eingesetzt werden. Als ich durch den Sperrvertrag von der Xeno-Einheit getrennt wurde, blieben Einheit 99 und ihresgleichen hier und töteten viele Nichtkämpfende. Also bin ich hier, um meinen Fehler zu korrigieren. Ich habe ihre Brut fast entschärft. Nur Einheit 99 ist noch übrig. Okay, mehr kann ich nicht fragen. Wenn ich dich nicht anders zum Mitkommen bewegen kann, okay, dann mal los. Folgen Sie mir. Ja. Ich freue mich schon drauf, gegen Siren zu kämpfen. Seien Sie vorsichtig. Wie Sie zweifellos gesehen haben, kann diese Region für Organismen gefährlich sein. Da haben wir wieder einen Siren. Achtung, mögliche Gefahr im Gebiet. Kampfprozesse aktiviert. Gut, dass er mir jetzt hilft. Sind mir doch zu viele. Nein, weg. ...66 Erfahrungspunkte kriegt man dafür, dass man mit ihm zusammen die hier erledigt. Okay, der hat so auf mich abgesehen. Immerhin hält er einiges aus. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er noch aushält.
Typ. Nein, 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 komm, weg. Weg von mir. Wenn ich den jetzt scanne. Aua. Müsste ich eigentlich erfahren gegen Einstellung aggressiv? Wie viel ist schon das? Das muss ich auch noch scannen. Achso. Jetzt hat er es auch nicht. Nein, doch nicht. Alter. Die Dinger, die machen mich schon fertig. Geht's dir gut? Thermoparasiten gibt's hier auch noch. Jede Menge. Okay, aber mit ihm an der Seite können wir echt gut gegen die Dingens hier. So. Irgendjemand Unbekanntes hat eine unbekannte Nummer, schreibt mir jetzt gerade. Deswegen habe ich jetzt gewundert. Hä? Fuck. Okay, aber der hat schon ein bisschen Schaden. Wenigstens einer von uns. So. Und nochmal weiter. Wie viel brauchen wir eigentlich für, können wir sehen, um hier, okay, wir brauchen noch ein bisschen was. Für die nächste Stufe, für den nächsten Skillpunkt. Ich erkenne Einheit 99, aber es gibt eine Komplikation. Einheit 99 ist auf der anderen Seite des Bergkamms, aber sie scheint von feindlichen Kräften kontrolliert zu werden. Den Sensoren zufolge Ekliptik. Ein seltener okay. Unternehmen wie Ekliptik würde Einheit 99 nur als Waffe einsetzen. Einheit 99 muss deshalb sofort entschärft werden. Das übliche Vorgehen wäre ein gnadenloser Frontalangriff auf ihren Außenposten. Stimmen Sie zu? Ich möchte versuchen, Einheit 99 zu entschärfen, ohne sie zu vernichten. Du wartest hier, ich sehe mir... wie kann diese Ekliptik-Gruppe die Einheit 99 als Waffe einsetzen? Das interessiert mich. Falls es diesen Söldnern irgendwie gelingt, auf das Steuerinterface von Einheit 99 zuzugreifen, könnten sie die Waffe einsetzen. Das muss um jeden Preis verhindert werden. Okay, dann... Abmarsch! Abmarsch! Okay, gegen die Ekliptics hatten wir ja vorhin schon gut gekämpft. Aber die wurden ja genauso. Mögliche Gefahr lokalisiert. Ja, sehe ich. Verschwinde oder ich schieße. Wir werden angegriffen. Greife Feind an! Es reicht. Mal sehen, ob das Ding noch kämpft. Lass die Waffe frei! Jetzt hat... Oh, oh. Schaltet das Ziel aus! Komm! Da ist jemand.
Einheit 99 da vorne. Alter, wie viele sind denn hier? Okay, einer ist tot. Da ist ein... Ne, das ist unser. Die finden jetzt aber hoffentlich keinen Weg hier hoch, oder? Ich sehe jetzt nicht, wo die sind. Da ist der nächste. Okay. War das eine gute Idee? Komm. Ja, ab in den Käfig mit dir. Einheit 99. Hier ist noch jemand. Okay. Einheit 99. Frisst er gerade seinen eigenen Kumpan? Ne, doch nicht. Ja, ich lasse ihn sich darum kümmern. Ich kümmere mich um die. Okay, der ist aber nicht hinter mir. So, jetzt weg. Vielleicht hier noch einmal wechseln. Nee, auch kein... Alter, meine Gesundheit. Ich hoffe nicht. Also nicht für mich. Warte. So. Boah. Nein. Jetzt habe ich auch noch aus Versehen. Einheit 99. Hat Gewürze. Ich folge gleich Kaiser. Jetzt erstmal looten. Ich habe mich voll erschrocken, dass das vielleicht schon der eine ist. Die Einheit 99. Boah. Der Dienst der Einheit 99 ist nun beendet. Meine jedoch geht weiter. So, wir nehmen alles mit, was die haben. Boah, das war aber... Das war ein Kampf. So, wir wollen noch looten. Ja, wieso springt er hier nicht? So, okay, wir reden jetzt mit ihm. Waren doch so wenige hier? Unsere Arbeit hier ist beendet. Welche Mission haben Sie vorhin angesprochen? Ist Major Sanon beteiligt? Ja, ist sie. Hadrian und ich brauchen deine Hilfe, um eine mögliche Welle von Terrormorph-Angriffen zu verhindern. Eine Plage? Ja. Terrormorph-Angriffe? Ja. Das ist beunruhigend. Sie haben beim Fürst von Schrotter nicht angedockt. Ich komme dorthin. Nice, okay. Der macht sich auf den Weg und wir machen uns ebenfalls jetzt mal auf den Weg, diesen gruseligen Planeten zu verlassen. Das sind mir hier doch ein bisschen zu... gruselige und starke Gegner. So, einmal kurz aufladen. Wo? Ich muss jetzt ganz schön weit hoch, okay. So.
bekommen. Nein, hat nicht gereicht. Jetzt. Dann kann ich gleich alles Überflüssige einlagern. So, erstmal wieder langsam laufen, ansonsten wieder verlieren wir Gesundheit. So. Boah, das war aber ein heftiger Kampf. Das war auch mir zu gruselig mit den Dingern da. So. Ne, warte mal, die Lagertruhe hat noch ganz woanders. Boah, das müssen wir besser umbauen. Das Schiff, das gefällt mir gerade so gar. So wie das jetzt gerade ist, gefällt mir gar nicht. So, und hier runter. Wie schätzt du dieses Abenteuer ein? Nicht irgendwie helfen, Captain. Großartig? Fantastisch? Nicht hier, sondern hier. Warte mal. Der soll da nicht rein. Die auch nicht. So, haben wir hier jetzt irgendwas, was wir vielleicht für uns brauchen? So, zum Mitnehmen, so ein Medipack wäre super. Da, Medipacks. Wir müssen gucken, dass wir Medipacks irgendwie selber herstellen. Nee, sonst gibt's hier nichts. Notizen, der Prinz. So. Dann können wir... Hier zwei Lichtbogenspeiser. Den wollte ich behalten. Orion sieht auch cool aus. Demoralisierend Schalldämpfer. Ist ein Grendel. Legendär. Aber Grendel gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber den behalten wir erst einmal. Warte mal. Wir tun den weg und nehmen den Optimierten zu uns. So, Anzüge. Sieht auch cool aus. Und ist noch mal einiges besser. Kalibriert Anzug Ekliptik. Rucksäcke. Den behalten wir noch. Der hier ist auch eigentlich. Gibt mehr Sputz. Ekliptik Helm. Der hier weniger. Der hier ist aber am besten. Wie das hier gleich... Rüsten wir das aus. So, und... Den. So, Kleidung haben wir hier schick. Das kann weg. Die beiden wollte ich behalten. Und den. Werfbare Items... Munition, Hilfe, Hilfe haben wir ja wieder. Frostwolf, Herz. So, wir haben nur noch drei Medipacks. Ach du. Wir müssen Medipacks kaufen gehen. So. Hier kann alles eingelagert werden. Unter sonstiges. Ja, da, das, okay. So, dann hier nochmal. Das und das. Die Geschichte der Xenobiologie brauchen wir doch nicht. Oder so viele unnötige Bücher auch noch. Du bist's. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast.
Jo, kein Thema. Wir reisen jetzt aber auch ab. Eingeschlossen und bereit zum Abheben. So. Und los. Guter Start. Alle Systeme normal. Dann haben wir endlich diesen Planeten weg. Ich bin froh, von dem Planeten jetzt erstmal runter zu sein. Wir sind mit Level 13 gegen mehrere Level 19er und Level 30er Siren hier angetreten. Was sagst du? Wir wollen springen. Nee. Dahin. Wir müssen ins Sollsystem. Genau, ins Sollsystem. Kurs festlegen. Nee, hier. So. Ach, wir können direkt landen. Okay. Das finde ich jetzt eher so ein bisschen doof. Okay, ist dann halt eine direkte Schnellreise, aber ich hätte schon gern diese Animation und so weiter mitgesehen. Wir sind angekommen. Wir treffen uns in der Anlage. Das Schiff möchte ich haben. Das sieht cool aus. Kann ich den klauen? Versuche ich mal lieber nicht. Aber gehen wir mal rein. So, Hauptquartier der Red Devils. Dann sind die wieder im Team, wieder im System. So. Da ist Hadrian. Das kann ich nicht glauben. Dr. Walker. Du bist in besserer Verfassung, als ich erwartet habe, Kaiser. Es sollte nicht lange dauern, bis du wieder voll einsatzfähig bist. Das ist schön zu hören. Man sagte mir, es gibt bereits eine neue Bedrohung. Ich würde gerne mehr erfahren. Percival wird dir alles erzählen. Außerdem wirst du für den Anlass schick gemacht. Anlass? Wohin geht es? Londinion. Londinion. Doktor, ich werde zusätzliche Waffen benötigen. Das ist der Plan. Komm mit. Okay. Captain, du kommst mit mir. Zeit dir zu erklären, was wir uns ausgedacht haben. Londinion habe ich jetzt Angst. Das Problem, oh, Level 14. Wir zu tun haben, ist also gewaltig. Terrormorphs können überall sein. Wir können sie nicht selbst finden und eliminieren. Aber was, wenn wir jemand anderen die Arbeit machen lassen? Komm. Ich erkläre dir, was genau wir vorhaben. Okay, ich hätte gerne ein paar Dutzend Medipads. Weißt du noch, wie wir über die Terrormorph-Fresser gesprochen haben, bevor du nach Nira gegangen bist? Ja, das weiß ich noch. Erzähl es. Ja, Moment, es gibt ein Ding, das Terrormorph frisst. Offenbar waren sie Bluthunde für Terrormorphs. Aber als den UC während des Koloniekriegs die synthetischen Lebensmittel ausgingen, sollten die Azeles die Lücken füllen. Wir dachten, sie wären ausgerottet worden. In den Daten fand das Forschungsteam aber den Standort ein paar überlebender Exemplare. Wie du siehst, wir schlagen vor, sie zurückzuholen. Wir würden Azeles züchten, sie auf menschlichen Welten einführen und der Natur ihren Lauf lassen. Mit einer Methode, die im Lauf der Jahrtausende bereits perfektioniert wurde. Wir könnten ihre Fortpflanzung beschleunigen. Mit, nun ja, mit den Technologien, durch die auch ich entstanden bin. Wir glauben sogar, dass wir mit Zeit und Recherchen die Jagdfähigkeiten der Azeles nutzen könnten, um endlich herauszufinden, wie die Terrormorphs sich übertragen. Herausfinden, wie die Menschheit sie verbreitet hat und das Problem endgültig lösen. Wir setzen Aliens für unsere Zwecke ein. Das klingt stark nach der Xenokriegsführungseinheit. Ist es wirklich ratsam, Aliens auf menschlichen Welten in der gesamten Galaxie einzuführen? Nun ja, es gibt noch einen Weg. Er ist schneller, vielleicht effizienter, aber er birgt eigene Risiken. Eine Mikrobe. Wir könnten sie als Aerosol freisetzen und sich ausbreiten und alles mit Terrormorph-DNA auslöschen lassen. Nicht nur Morphs, sondern vermutlich auch deren Übertragungsmethode.
Es würde dauern, das zu entwickeln, zu testen und umzusetzen. Aber in puncto Effizienz käme keine Methode auch nur annähernd heran. Nicht mal die Azelis. Das klingt, als würdest du mit dem Feuer spielen. Ich bin für die Azelis. Wenn es nach mir ginge, würde ich die Mikrobe einsetzen. Alles andere könnte Leben kosten. Was für Risiken birgt diese Mikrobe? Percival versichert mir, dass sie minimal sind. Er kann Schutzmechanismen gegen Mutationen in den Genen einbringen, damit sie sich an die Aufgabe halten, Terramorphs zu beseitigen. Aber die mikroskopische Welt verhält sich gern auf unvorhersehbare Weise. Zu sagen, es gäbe kein Risiko, wäre also eine Lüge. Und wer genau wird all diese Arbeit machen? Wer wird die Mikrobe oder die Azelis verteilen? Das ist noch nicht hundertprozentig raus. Aber es klingt, als würde die Vanguard tatsächlich einen großen Teil davon übernehmen. Aber es ist sinnlos, sich mit solchen Details zu beschäftigen, bevor wir beschlossen haben, welchen Weg wir einschlagen wollen. Ich würde das tatsächlich mit der Mikrobe machen wollen, mit der Azelis. Obwohl, das ist beides riskant. Ja, also, das würde auch Leben kosten. Das wäre die effizientere Option. Aber beide Optionen erfordern ein langfristiges Engagement. Jahrelange Arbeit. Allein die Pläne in Gang zu bringen, dauert schon seine Zeit. Und alle Varianten erfordern sehr spezielles Material, damit sie überhaupt funktionieren. Terramorph-Zelllinien können wir schnell und konstant züchten. Azelis-Genproben können wir nutzen, um die Blutlinien neu aufzubauen. Oder die Jagdfähigkeit der Mikrobe zu verbessern. Sowas liegt nicht einfach in jedem Labor herum. Aber wir denken, dass wir was entdeckt haben. Einen Ort in der bekannten Galaxie, an dem wir die benötigten Materialien finden sollten. Alle Wege führen nach Londinion. Ja, das ist die Befürchtung. Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Londinion, wir kommen, wenn das dazu nötig ist. Der Planet, der von Terramorphs überrannt ist. Ist das nicht Selbstmord? Es ist gefährlich, ja. Aber Kaisa, Percival und ich wurden dafür ausgebildet. Und du bist auch nicht unerfahren. Und ganz sicher will ich nicht, dass die UC uns einen übereifrigen Grünschnabel aufhalsen, der uns und die Mission in Gefahr bringt. Captain, wir sind alle jetzt deinetwegen hier. Ich bin sicher, dass du uns helfen kannst, die Sache durchzuziehen. Aber bist ich du dabei? Ich bin der übereifrige Grünschnabel hier. Also, dürfen wir überhaupt in Londinion sein? Das ist sicher nicht erwünscht. Aber die Colonies haben diesen Ausflug genehmigt. Dieser Besuch geht vollkommen in Ordnung. In Londinion gab es eine Azelis-Population? Während des Koloniekriegs war dort die Zentralstelle für die Verarbeitung von Azelis. Aber, und jetzt kommt's, die Terramorph-Daten deuten an, dass die Azelis dort zuerst gefunden wurden. Der Planet Toliman II war ihre Heimatwelt. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihre Beute, die Terramorphs, von derselben Welt stammt. Was auch erklären würde, warum niemand den Planeten je als Heimatwelt der Terramorphs verdächtigt hat. Die Azelis waren zu effektiv darin, sie zu vernichten. Das erklärt auch, warum der Ausbruch dort so katastrophal war, nachdem die Azelis fort waren. Londinion könnte der Ursprung der Terramorph-Saga sein. Und der Schlüssel zu ihrem Ende. Okay, komm, dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Ganz genau das wollte ich hören. Jetzt haben die UC eine kleine Basis am Stadtrand von Londinion. Wir haben Zugangsberechtigung, müssen uns aber bei der Kommandantin der Basis, Zaira Hatoum, melden, wenn wir landen. Ich helfe Percival und Kaisa bei den Vorbereitungen. Sobald das erledigt ist, treffen wir uns dort mit dir. Aber denk dran, Londinion gehört den Terramorphs. In der Basis werden sie Anti-Xeno-Ausrüstung für uns haben, aber nimm auch deine Lieblingswaffen mit. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mal weiter. Da habe ich jetzt Angst vor, Londinion. Die Heimat der Xenomorphs, Terramorphs meine ich. Wo die Xenomorph-Kriegsführung geführt wurde mit so riesigen Viechern.
Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen zu, dass wir in der nächsten Folge das irgendwie hinkriegen. Und die sehen ja auch ein bisschen süß aus. Das ist irgendwie so ein Eulenbärhirsch. Ein bisschen. Ja, sieht süß aus eigentlich. Aber ich bin gegen Xenokriegsführung. Wenn, dann nutze ich die lieber für mich selber. Aber auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.